Kommen wir da jetzt rein? Mann! Hier. Achso, okay. Ja, ich glaube, ich weiß, von wo wir rein müssen. Freunde. Oder ich weiß es doch nicht. Doch, vielleicht, vielleicht weiß ich es. Oh nein, doch nicht. Können wir hier nirgends hochklettern? Hier müssten wir doch irgendwie hoch. Mann, das schaffen wir einfach nicht. Na, ganz toll. Ich weiß nicht mal, wie wir tauchen. T halten. Tauchen. Die Sauerstoff sehen wir hier oben. Wir sammeln das hier trotzdem noch ein bisschen ein. Kann ja nicht schaden. Cool. Achso, das haben sie echt gut hingekriegt, finde ich. Der auftaucht noch. Oh. Je mehr Kreuzdorn, desto besser. So, jetzt erstmal hoch. Aufladen lassen. Und nochmal runter. Da reinkommen. Ah, okay, mit Magie. Ah, das. Ja. Oh, sorry. Alte Frau. Oh, da war aufgegangen. Na klar, ist der Typ. Warum auch nicht? Halt. Sonst noch was. Ich finde es mit den Hexer sind ehrlich gesagt richtig cool. Weil du da Sachen entdeckst, die du vorher gar nicht siehst mit dem bloßen Auge. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Das stimmt. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Naja. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Ja, das bist du, glaube ich, auch schon so. Denkt man gar nicht anders von dir. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldat. Monokel. Hast du die Pfanne gefunden? Interessant. Ja? Hast du die Pfanne gefunden? Ja? Stalkt mich ja richtig. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Hast du die Pfanne gefunden? Ja? Anstatt fragen, wie es dem Typen da geht. Oh. Hast du die Pfanne gefunden? Ja? Ich will doch nur springen. TNT Dynamite. TNT. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Ja, das hab Der ich Mann doch. Hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Haben wir bekommen?
Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Echt. Krass. Boah, aber diese epische Musik kriegt immer Gänsehaut. Die ist so geil. 5-mal Brot. Gut. Ein Brot heilt uns wirklich gut. Apfelsaft. Jetzt müssen wir den untersuchen. Ort da, wo diese Soldaten starben. Erneut. Na, ist doch schön. So. Ja, unsere verbesserten Waffen sind auch weg. Haben wir hier Feinde in der Nähe? Nein. Habe ich schon gesagt, dass ich die Hexersinne richtig geil finde? Kein Feind. Waren zwar Zutaten, aber die brauche ich glaube ich noch nicht. Aber was kann ich hier noch untersuchen? Ah, hier vorne. Fußspuren. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Okay. Oh, der ist wahrscheinlich eingebrochen. Oder? In zwei Truhen. Halt, dann habe ich die nicht. Komm, Geralt, da hoch. Die Fußspuren führen ja aber nicht weiter. Außer halt dahinter, aber waren wir ja schon. Ach so, die führen da drüben wahrscheinlich weiter. Nach oben, Geralt. Sehr schön. Sind sie. Boah, wurde der irgendwie weggeschleift? Halt, da hinten haben wir noch. Da hinten liegt irgendwas. Zutaten. Okay, das können wir nicht zerstören. Was können wir damit machen? Wir aufheben. Ein bisschen Honig. Aber dazu müssen wir erstmal die Bienen vertreiben. Jetzt müssten wir es eigentlich nehmen können. Da, Honigwabe, sehr schön. Dann stelle ich das wieder auf telekinesische Druckwelle. Ist der hier runtergefallen? Nein. Aber wo ist der hin? Die Fußspuren führen hier hin, aber nicht weiter. Hier enden die. Ja? Nein. Echt hier lang? Boah, hier war wieder ein Greif am Start. Oder vielleicht auch ein paar wilde Hunde. Hier müssen wir irgendwas finden. Wir hauen uns mal rohes Fleisch rein. Bin mal gespannt, ob wir das noch braten können. Er ist hier hoch, hier rüber. Oh. Okay. Wartet, wartet. Komm schon. Nein, hey, du kannst dich doch da gerade festklammern noch. Geht wohl jetzt nicht mehr. Ja. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Oha. Oh mein Gott, was denn hier passiert? Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein.
tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Waren es vielleicht Wölfe? Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Sind schon prächtige Tiere, ne? Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Es gibt noch andere? Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Ich mit Wesemir. Hier ist das Nest. Noch irgendwas? Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Hier war auf jeden Fall eine Schlacht, wie schon gesagt. Jetzt müssen wir erstmal zu Wesemir zurück. Aber irgendwie laufe ich lieber durch solche Open-World-Games, anstatt mit dem Pferd zu reiten. Macht mir irgendwie mehr Spaß. Weil wir ja auch Tiere finden. Oh, eine abgebrannte Hütte. Was drin? Verlassenes Dorf. Wieder sowas. Hat der Greif hier ja auch sein Unwesen getrieben, bevor er starb? Sind es Eier? Nee, Pilze. Sahen aus wie Eier. Von irgendeinem Vieh. Wir alles noch plündern. Nice. Drin auch noch was? Ja. Eine kleine Truhe. Noch was? Nein. Der alte Weidenmann. Eine große Truhe. Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Das stimmt. Der alte Weidenmann hat hier wohl auch ein bisschen Party gemacht. Noch irgendwas? Guck mich nochmal in allen Häusern um. Ja. Man kann hier nie genug sich umschauen. Ja, da habe ich doch jetzt alles genommen. Wahrscheinlich dann hier auch noch. Oh ja, eine Kommode. Sonst ist hier aber nichts mehr, oder? Nein. Nein. Warum sperren die da immer was im Käfig ein? Das war ein wilder Hund. Pilze? Eierpilze? So, wo ist denn Wesemir jetzt genau? Ist der immer noch in dem einen Dorf? Ja. So, dann sind wir jetzt auch hier. Hier scheint ja noch alles im grünen Bereich zu sein. Da ist Wesemir. Dem gehören die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge.
Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Jo, ich sag dir gleich Bescheid. Ich sag dem gleich Bescheid. Bis vorher. Halt, obwohl, da brauche ich gar keinen Wert. Ich will vorher noch mal schnell meine Waffen verbessern, bevor wir den angreifen. Das zerstörte Dorf. Verlassenes Dorf. Was ist denn das jetzt noch? Da. Darf ich noch mal kurz hin, um unsere Waffen zu schärfen? Damit wir auch schön Gegner durchbohren können. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. So. Für eine Viertelstunde haben wir ein Power-Up, wie man sagt. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Jetzt jagen wir gleich den Greif. Huch, wow, wow, was? Und zurück. Ich würde ja gern hier dieses Viech ausschalten, aber das ist Stufe 7. Das wird kein leichtes Spiel. Wir sind ja Stufe 2. Ich werde mich erst noch ein bisschen hochspielen. Leveln, wie man das so schön nennt. So. Jetzt jagen wir endlich den Greif und hoffen, dass wir ihn tot bekommen.